Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 13. Lesung des Doppelgesichts des Papsttums, ein Buch von James Atkin Wiley, ins Deutsche übersetzt 1853, also irgendwo in derselben Jahresgegend auch von James Atkin Wiley selber geschrieben. Eins seiner wohl ein wenig früheren Werke, wenn man berücksichtigt, dass er bis in die 1890er Jahre gelebt hat. Und wie ich lese, im Augenblick auch mit Michael als Begleitung und Bruder Brett im Englischen, das Buch von ihm aus 1862, der große Exodus, die Endzeit oder wie nahe sind wir da dran, so ungefähr heißt das auf Deutsch, The Great Exodus, ein ganz, ganz schwieriges Buch. Dagegen ist das Doppelgesicht des Papsttums leichte Kost. Aber nichtsdestotrotz gehen wir auch hier schwer ins Eingemachte. Und zwar heute fangen wir so schon das siebte Kapitel an. Und das freut mich unglaublich, jetzt die 13. Lesung machen zu können. Es freut mich noch viel mehr, wenn ich die 33. oder 43. mache, weil das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Sicher, nachdem wir vorher Romanismus und die Reformation gelesen haben und uns auf einige Dinge eingestimmt haben und schon viel Hintergrundwissen über das Papsttum haben. Aber James Atkin Wiley belichtet selbst Dinge, die Henry Gretton Guinness in seinem Buch nicht so belichtet hat. Und deswegen wird unsere Erkenntnis immer weiter wachsen. Neben der Bibel eben auch die Erkenntnis über das Papsttum, über den Feind. Aber bevor das so ist, habe ich heute ein wunderschönes Lied von dem Alexander, das ich uns einspielen möchte. Und das wird uns in die richtige Stimmung bringen, um uns danach mit der Lesung das Doppelgesicht des Papsttums zu beschäftigen. Wo ist solch ein Gott, ist das Lied von heute getitelt. Und da sage ich jetzt nur Film ab. Ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Wo ist solch ein Gott, so wie du? La 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 la. Wo ist doch ein Gott? La 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 la. Wo ist doch ein Gott? Denn Jahwe ist barmherzig und er ist von großer Kraft, vor dem jeder Mensch schuldig ist. Wo ist solch ein Gott? Ja, wer wird sich unseres wiederbarmen? Unsere Schuld unter seine Füße treten und alle unsere Sünden Tiefe des Meeres werfen. Wo ist solch ein Gott, so wie du? La 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 la. Wo ist solch ein Gott? La 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 la. Wo ist solch ein Gott? Denn Jahwe ist barmherzig und er ist von großer Kraft, vor dem jeder Mensch schuldig ist. Wo ist solch ein Gott? Ja, das war eine schöne Melodie, um uns einzustimmen auf die Lesung heute. Wie gesagt, die 13. aus dem Buch Das Doppelgesicht des Papsttums. 7. Kapitel: Faktische und prinzipielle Unveränderlichkeit der römischen Theorie vom Suprimat. Ah ja, es geht um eine Theorie. Das Suprimat ist deswegen eine Theorie, weil es nur ein Suprimat ist, solange die Menschen die Macht des Papstes akzeptieren. Und das
muss ja nicht unbedingt so sein. Und deswegen hat der Papst ja auch des Öfteren in seiner Karriere Macht verloren, Macht abgeben müssen. Es bleibt also eine Theorie vom Suprimat, vor allen Dingen deswegen, weil es nicht biblisch ordiniert ist. Ja, das ist der Hauptgrund, weshalb es eine Theorie ist. Nun, der Autor sagt, wir haben in dem vorigen Kapitel erkannt, dass der Anspruch des Papsttums auf den Suprimat über Könige und Königreiche eine authentische, über jeden Zweifel erhabene, mit Notwendigkeit aus den Grundprinzipien des Systems folgende und die Vollziehung eines vermeintlich göttlichen Rechtes in sich schließende, nicht bloß behauptete, sondern wirklich zur Ausführung gebrachte Tatsache ist. Von römischen Rechtslehrern, Kasuisten, Konzilien und Päpsten ist dieser Anspruch bis zu seinen weitgreifenden Konsequenzen gelehrt, verteidigt, bestätigt und ausgeführt worden. Da er, so sagt Barrow, den berühmtesten und angesehensten Theologen geläufig ist, einer so breiten Grundlage der allgemeinen Zustimmung durch so lange Zeit sich erfreut und darum durch Tradition oder Verjährung für mehr gesichert als viele andere wichtige Punkte gelten muss, warum sollte er nicht für eine Hauptlehre der Heiligen Römischen Kirche, der Mutter und Lehrerin aller anderer Kirchen gelten? Wie kann man diese Lehre verwerfen und doch noch ein gehorsamer Sohn jener Mutter, ein gläubiger Schüler jener Lehrerin sein wollen? Wie kann man überhaupt noch anerkennen, dass die Kirche unfehlbar zuverlässig sei und zur Annahme ihrer Satzungen verpflichte? Wer jenen Anspruch für falsch erklärt, erscheint unfähig, mit gutem Gewissen noch Gemeinschaft halten zu können mit denen, welche ihn bekennen. Ist er falsch, so sind der Papst und seine vornehmsten Anhänger, Lehrer und Anstifter einer schmählichen Verletzung göttlicher Gebote und der entsetzlichsten Sünden, nämlich der Anmaßung, Tyrannei, des Betrugs, Meineids, der Empörung, des Mordes, Raubes und aller anderer Bubenstücke, die mit der praktischen Anwendung dieser Lehre zusammenhängen. Flößt denn aber eine solche sonnenklare Wahrheit keine Besorgnis für die Zukunft ein? Hat das Papsttum jenen Anspruch aufgegeben? Ich möchte hier mal eben kurz erklären, dass der Autor dieses Buch ja 1850 schreibt. Das ist also im Nachlauf der Oxford-Bewegung, die wir ja bei Henry Gretton Guinnesses Romanismus und die Reformation tiefergehend besprochen haben, wo wir wissen, dass ab Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts in England das Papsttum wieder seinen schrecklichen Kopf erhoben hat und wieder versucht hat, die Übermacht zu übernehmen. Und solche Leute wie der erst vor knapp 14 Tagen heilig gesprochene Kardinal Henry Newman, der ja ein Konvertit war aus der anglikanischen zur römisch-katholischen Kirche 1845, die haben dazu beigetragen, dass das Papsttum seine grässliche Fratze wieder hochsteckt. Bis zu dem Augenblick war England protestantisch. Das heißt, das, was der Autor hier schreibt, wir müssen das im Zusammenhang verstehen, schreibt er in einem Moment, wo das Papsttum wieder Macht gewinnt in England. Jetzt mal abgesehen davon, dass es Macht hatte auf dem Festland, aber es hatte Macht gewonnen wieder in England oder gewann Macht in England. Und deswegen stellt er diese Fragen und im Grunde ist dieses Buch eben eine Warnung an seine Zeitgenossen damals, um eben das Papsttum nicht wieder zuzulassen, was ja jahrhundertelang durch den Protestantismus in England mehr oder weniger unterdrückt war. Ja, das muss man in diesem Zusammenhang nochmal verstehen. Deswegen wollte ich da nochmal ganz kurz den Nachdruck drauflegen. Also, flößt denn aber eine solche sonnenklare Wahrheit keine Besorgnis für die Zukunft ein? Die Zukunft unseres Landes, das doch ohne den Papismus sehr gut überlebt hat die letzten Jahrhunderte? Hat das Papsttum jenen Anspruch aufgegeben? Also, hat es sich vielleicht verändert? Hat es je bekannt, dass es gut getan hätte, ihn nie erhoben zu haben oder erklärt, dass es unter denselben Umständen ihn nie wieder erheben würde? Im Gegenteil ist es leicht zu beweisen, dass trotz Gosselin, de Maistre und den übrigen neueren Schriftstellern das Papsttum diesen Anspruch nie entsagt hat und nie entsagen kann.
dass es vielmehr, sobald die Umstände es erlauben, mit der früheren Seelenruhe über Kronen und Reiche verfügen wird. Wenn Rom dem bezeichneten Rechte jemals entsagt hat, wo ist denn diese Entsagungsurkunde? Dass es Monarchen entsetzt hat, ist notorisch. Wann oder wo hat es bekannt, dass es damit seine Vollmacht überschritten und durch Ehrgeiz zu einer Tat offenkundiger Anmaßung sich habe fortreißen lassen? Da lesen wir in einer Fußnote eine sehr interessante Anmerkung des Bearbeiters, wo er schreibt, Roms Kirche tut nie Buße. Ja? Also, dann wissen wir gleich, wie wir das Mea Culpa von Antichrist Papst Johannes Paul II. Aus dem Jahr 2000 verstehen können. Roms Kirche tut nie Buße, solange sie bleibt, was sie ist, wird sie nie Buße tun. Ihr Abfall ist zur Unmöglichkeit der Buße geworden. Daher auch die durchgehende Erscheinung, dass alle spezifisch ultramontanen Organe der Presse einen fast unerträglichen Hochmut bekunden und von dem Geiste des ausgebildetsten Pharisäer- und Hohenpriestertums inspiriert sind. Wenn man die Anpreisungen kirchlichen, das heißt römisch-katholischen Lebens in einem solchen Blatte, wie zum Beispiel der Volkshalle, mit den Selbstbekenntnissen gläubiger evangelischer Zeitschriften vergleicht, dann wird man unwillkürlich an das Herrengleichnis vom Pharisäer und Zöllner im Tempel erinnert. Die beiden Gestalten sind überhaupt in mehr als einer Beziehung Repräsentanten der beiden Kirchen. Wichtiger Schlusssatz, deswegen grün unterstrichen. Die Pharisäer und Zöllner im Tempel sind in mehr als einer Beziehung Repräsentanten der römisch-katholischen und der sich damals auch schon bildenden evangelikalen ökumenischen Kirche. Das soweit zu der Fußnote. Das Verbrechen war öffentlich. So muss es doch auch die Reue sein. Ein solches Bekenntnis existiert aber nicht. Die mildernden Erklärungen und schwachen Verteidigungen, die halben Ableugnungen neuerer Schriftsteller können unmöglich dafür gelten, denn es liegt zu sehr in ihrem Interesse, vorsichtig zu sein in der Darstellung jener Ansprüche und Anmaßungen, während offenes Zugeständnis unbedingt gefährlich wäre. Ja, selbst wenn diese Ableugnungen unverhohlener, zugegeben selbst, dass sie ganz aufrichtig wären, könnten sie doch keinen anderen Wert als den bloßer Privatmeinungen beanspruchen, durch welche die Kirche auf keine Weise gebunden ist und die sie, sobald es ihr Vorteil erheischte, sofort von sich abweisen würde. Ich möchte die Zuschauer bitten, den gerade eben gelesenen Satz sich gut einzuprägen, weil wir kommen da nachher nochmal drauf zurück, wenn ich ein Video einspiele und dann müsst ihr euch unbedingt daran erinnern, was hier gerade eben stand. Ja? Ja, selbst wenn diese Ableugnungen unverhohlener zugegebenermaßen selbst, dass sie ganz aufrichtig wären, könnten sie doch keinen anderen Wert als den bloßer Privatmeinungen beanspruchen. Da geht es drum, ja, die Privatmeinung des Papstes, durch welche die Kirche auf keine Weise gebunden ist und die sie, sobald es ihr Vorteil erheischte, sofort von sich abweisen würde. Gut behalten bitte. Die Sache steht einfach so. Da die römische Kirche das Prinzip der Koordination geistlicher und weltlicher Herrschaft eben damit ihren eigenen Charakter als einer Kirche durch die Beanspruchung und Ausübung des Suprimats über Könige und Reiche notorisch verletzt, bis zur Stunde aber weder dieses Verfahren noch die Prinzipien, auf welche es gegründet ist, als irrig anerkannt hat, im Gegenteil, eine Stellung einnimmt, durch welche sie alle ihre früheren Anmaßungen theoretisch und praktisch als rechtmäßig verteidigt, so muss der gesunde Menschenverstand annehmen, dass sie bei jeder gelegener Zeit all jene Ansprüche ohne weiteres von Neuem geltend machen werde. Wenn Rom augenblicklich über seine Ansprüche schweigt, so sind wir doch keineswegs berechtigt, darin aufgeben, derselben zu erblicken. Wir erinnern uns an die letzten Sendungen, wo ich gesprochen hatte vom römisch-katholisch-kanonischen Recht und gesagt hatte, das ist im Augenblick vielleicht nur de facto, aber das heißt nicht, dass es nicht wieder de jure werden kann. Erinnern wir uns daran. Das ist genau dasselbe, worum es hier geht. Wenn augenblicklich Rom über seine Ansprüche schweigt, heißt das nicht, dass es dieselben aufzugeben gedenkt.
Sie sind von ihm nicht zurückgenommen, sondern nur für den Augenblick nicht ausdrücklich behauptet, mit anderen Worten nicht durchgesetzt, gelten ihm aber noch für ebenso fest begründet und wünschenswert als sonst. Und man darf nicht vergessen, dass, wo und wann das Verfahren der römischen Kirche zurückhaltender geworden, nur eine Gewalt außer ihr, aber keineswegs ein Prinzip in ihr, die Ursache davon ist. Wohl sind ihr oft Vorrechte entrissen worden, aber nie hat sie ihren förmlichen Protest dagegen unterlassen, sondern immer feierlich erklärt, dass die Entziehung innegehabter Gewalten und Rechte ein unrechtmäßiger Eingriff in fremdes Eigentum wäre, natürlich nur in der Absicht, im richtigen Augenblicke die verlorenen Ansprüche mit allem Nachdruck zu erneuern. Auch hier gehen wir in eine kurze Fußnote, in der der Autor schreibt, oder besser gesagt der Bearbeiter, der Übersetzer: Roms Protest gegen die Bestimmungen des Westfälischen Friedens zum Beispiel ist noch nirgend zurückgenommen. Der Westfälische Frieden, da sprechen wir über den Frieden am Ende des Dreißigjährigen Krieges, 1648. Ja, der Krieg ging von 1618 bis 1648, hat sich hauptsächlich in deutschen Landen abgespielt und hat mehr als ein Drittel bis zur Hälfte der deutschen Bevölkerung damals hingerafft. Ja. Roms Protest gegen die Bestimmung des Westfälischen Friedens ist noch nirgends zurückgenommen. Das heißt mit anderen Worten, Rom akzeptiert den Westfälischen Frieden selbst nicht, der damals diesen 30-jährigen Krieg beendete und die offenen Streitigkeiten zwischen Protestantismus und Papismus begraben hat in einem Friedensvertrag. Dieser Friedensvertrag, da wischt Rom sich den Hintern mit ab, um es mal ganz deutlich zu sagen. In allen Ländern aber, fährt der Autor fort, wo ihr Einfluss noch ungeschwächt ist, verwirklicht sie ihre Anmaßungen, die theoretisch und praktisch in dem Maße wachsen, als sie sich unbeengt fühlt mit der größtmöglichen Willkür. Zweitens kann aber auch die römische Kirche auf den Suprimat nicht verzichten, weil sie unfehlbar ist. Wir werden später dazu, dass die Kirche die Lehre von der Unfehlbarkeit als einen Fundamentalsatz ihres ganzen Systems behauptet, setzen dies aber vorläufig voraus. Als unfehlbar kann sie nichts Falsches glauben, nichts Unrechtes tun, aber auch nie auf irgendeine jemals behauptete Lehre verzichten oder irgendeinen jemals erhobenen Anspruch aufgeben. Genau hier finden wir Bestätigung durch den Autoren auf das, was ich früher in Bezug auf die päpstlichen Bullen bereits sagte. Einmal veröffentlicht und in das Rechtssystem, also das römisch-kanonische Recht, eingegliedert, können diese päpstlichen Bullen nicht mehr zurückgenommen werden, da die Kirche sonst eben nicht unfehlbar wäre. Und da gibt es ja verschiedene Streitigkeiten innerhalb von sogenannten Kirchengelehrten, die behaupten, dass bestimmte Bullen eben gar keine Bullen waren, sondern Breven. Und Breven haben nicht denselben Wirkungsgrad, das heißt, die kann man eventuell wieder zurückziehen. Einer der großen Streitpunkte darüber ist noch immer die Bulle Dominus ac Redemptor Nostor. Noster, mit der Papst Clement XIV. 1773 den Orden der Jesuiten verboten hat. Wenn das eine Bulle ist, dann kann Pius VII. 1814 diese Bulle nicht einfach ungetan machen. Und da widerspricht sich die römisch-katholische Kirche. Und das ist nur ein weiteres Beispiel von dem, was Martin Luther bereits sagte, als er 1520 in Worms stand und seine Schriften und sich selbst verteidigt hatte, dass er sagte, die Konzilien haben sich in der Vergangenheit widersprochen. Die Päpste haben sich in der Vergangenheit widersprochen. Wir erinnern uns an das Schisma innerhalb der römisch-katholischen Kirche, das ja dazu geführt hat, dass wir drei verschiedene Päpste hatten. Das war ja gerade mal Ende des 14., Beginn des 15. Jahrhunderts, zur Zeit des Konzils von Konstanz, wo unter anderem auch Jan Hus damals lebend verbrannt wurde als Ketzer, dem man freies Geleit gegeben hatte. Ja? Päpstliche Bullen können nicht zurückgenommen werden, sind eingegliedert in das Rechtssystem und können nicht mehr zurückgenommen werden. Von daher widerspricht sich die Kirche, wenn Papst Clemens XIV. Die Bulle Dominus ac Redemptor Noster rausbringt, womit er die Jesuiten verbietet, und Papst Pius VII. 41 Jahre später, ganz lustig, sagt, ich habe jetzt hier eine Bulle, die setzt die Jesuiten wieder in Wirkung. Das geht nicht. Und damit ist die Kirche unglaubbar, sagt man ja nicht.
nicht vertrauenswürdig. Damit ist sie nicht konsequent in ihren Handlungen. Und das kommt komischerweise nie ans Licht. Das wird nie groß besprochen, wie die Konzilien und die Päpste und auch die Bullen oftmals sich widersprechen. Und dass eine Bulle einmal ausgesprochen eben nicht zurückziehen kann, weil das eben die Unfehlbarkeit der römisch-katholischen Kirche verletzen würde. Ja? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Protestanten von solchen Beispielen wissen, dass wir den Leuten sagen können, ja, ihr behauptet, eure Kirche ist unfehlbar, es ist sie aber nicht. Ich meine, die meisten Katholiken wissen, dass ihr Papst nicht unfehlbar ist. Ja, die sind ja nicht dumm. Die wissen auch, dass es nur ein Mensch ist, der behauptet, das zwar zu sein, aber er ist es nicht. Wenn er ex cathedra spricht, da kommen wir dann später noch zu, ist das wieder eine andere Sache. Aber normalerweise wissen sie, er ist nicht unfehlbar. Aber das System der römisch-katholischen Kirche, das ist unfehlbar. Ja, und das hier ist wieder mal so ein Beweis, dass es eben nicht so ist. Ganz wichtig, sich solche Dinge mal zu merken, wenn man Diskussionen mit Katholiken hat. Dass irgendeine früher vorgetragene Lehre als unrichtig und demnach unverbindlich erkannt worden sei, können Protestanten allerdings zugeben, denn sie machen keinen Anspruch auf Unfehlbarkeit, sondern räumen ein, dass sie und ihre Väter irren konnten und geirrt haben. Obgleich sie ein unfehlbares Panier, einen untrüglichen Maßstab, nämlich das Wort Gottes, besitzen, in welchem alle auf das ewige Heil sich beziehende Fundamentallehren so klar vorgetragen sind, dass ein Missverstand für diejenigen, welche nur die gewöhnliche Geisteskraft, ein aufrichtiges Herz und Vertrauen auf den Beistand des Heiligen Geistes zur Erforschung mitbringen, unmöglich ist, so gibt es doch untergeordnete, nämlich die Verwaltung der Kirche betreffende Punkte, die durch ein längeres Studium der Heiligen Schrift erst allmählich deutlicher werden. Protestanten also können in voller Übereinstimmung mit ihren Grundsätzen ihr System in Theorie und Praxis verbessern und es so allmählich in größere Übereinstimmung mit dem Urmaße der Wahrheit, nämlich der Schrift, bringen. Sie haben keine eherne Mauer hinter sich errichtet. Aber nicht so rum. Es ist unfehlbar und muss darum ewig auf dem einmal eingenommenen Standpunkt bleiben. Eine doppelte Knechtschaft hat es aufgerichtet. Erstlich hat es den menschlichen Verstand, zweitens hat es sich selbst gefesselt. Durch das Dogma der Unfehlbarkeit, eine Kette, welche keine menschliche Gewalt brechen kann, ist es an die Bullen der Päpste, die Dekrete der Konzilien und Kanonisten gebunden? Und wie grob der Irrtum, wie augenfällig der Unsinn, wie handgreiflich der Widerspruch auch sein möge, er hat Teil an der kirchlichen Unfehlbarkeit und muss aufrecht erhalten bleiben. Nie kann die römische Kirche sich entschuldigen, indem sie sagt, vor 600 Jahren habe sie so und so geglaubt und darum so und so gehandelt, seitdem aber habe ein tieferes Bibelstudium ihre Ansichten verbessert. Meine lieben Brüder und Schwestern, verzeiht mir bitte, aber ich muss hier mal kurz einen Kommentar geben, der mit der Buchlesung selber überhaupt nichts zu tun hat, aber der einigen Leuten vielleicht was zu denken geben sollte. In der ganzen christlichen und auch in der katholischen Welt war bis zum 16. Jahrhundert, Anfang des 16., Ende des 15. Jahrhunderts bekannt, gelehrt und Dogma, dass die Erde eine Scheibe ist, dass die Erde flach ist. Und dann kam Kepler und Kopernikus und Galileo und Rom hat seitdem ihre Lehre 180 Grad gedreht. Und auf einmal leben wir auf einem Erdball, der durch ein Universum rast, um sich selbst dreht und in einem Sonnensystem ist. Ja? Ich will gar keine Diskussion über die flache oder die runde Erde. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und ich lasse mich da auch nicht von den Jesuiten, die dieses Geplänkel initiiert haben, mit reinreißen. Es gibt biblisch gesehen genügend Punkte für die Form der Erde und das muss jeder für sich selbst rausfinden. Der Punkt ist nur, komischerweise holt niemand von den Flacherdlern oder von den Runderdlern, den Ballerdlern in ihren Videos jemals die Standpunkte der römisch-katholischen Kirche an, und sagt, dass diese selbe Kirche doch bis zum Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts die Ansicht vertreten hat, die Erde sei flach und es wäre ein geozentrisches System. Denn schließlich haben sie deswegen Galileo Galilei ja verfolgt, nach außen hin zumindest. Ich
kann nicht anders. Ich muss dieses einfach mal mitteilen. Wie gesagt, meine eigene Einstellung dazu spielt überhaupt keine Rolle. Ich will auch keine Diskussion darüber vom Zaun brechen. Es ist mir auch vollkommen wurscht, ob die Erde flach oder rund ist oder nicht oder was auch immer. Ich bin gar nicht in der Lage dazu, das zu bestimmen. Das hat immer nur mit Glauben zu tun. Ich glaube halt das, was in der Bibel steht. In der Bibel steht unter anderem, dass die Erde auf Pfeilern steht und aus dem Wasser rauskommt. Das heißt für mich also schon mal, dass sie nicht mit 66.000 Meilen durchs Weltall rasen kann. Und dass wir ein geozentrisches System haben, ist für mich logisch nach dem ersten Satz in Genesis, in dem steht, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Und wenn er die Erde erschuf, dann hat er sie natürlich ins Zentrum getan. Das ist logisch, weil Gott ist ein logischer Gott. Aber ich will da auch gar keine Diskussion darüber haben. Aber man muss darüber nachdenken, dass bis zum Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts die römisch-katholische Kirche Lehre war, die Erde ist eine flache Scheibe und dass sie danach sich verändert haben. Weil wir hier gerade eben über die Unfehlbarkeit sprechen und weil wir hier gerade eben das Thema haben, dass wir eben diese Unfehlbarkeit nicht aufheben können durch morgen etwas anderes zu lehren, als was heute gelehrt wird. Oder heute etwas anderes zu lehren, als was gestern gelehrt wird. Also die römisch-katholische Kirche dann, nicht wir. Wir Protestanten können das, weil wir gewinnen Einsicht, wir gewinnen mehr und mehr Erkenntnis, je mehr und mehr wir studieren, weil wir legen die Bibel als Basis. Und niemand liest die Bibel einmal und versteht sie komplett. Aber je mehr man liest, desto mehr man versteht. Und je öfter man liest, desto mehr man versteht. Und deswegen auch, dass unsere Erkenntnis wächst und unsere Grundsätze auch mehr und mehr sich festigen. Je fester wir in der Bibel stehen, desto fester unsere Grundsätze in der Bibel sind. Anders als bei der römisch-katholischen Kirche, die eben ihre Grundsätze nicht aus der Bibel holt. Ja? Das musste ich mal eben loswerden. Unfehlbarkeit ist Unfehlbarkeit und war vor 600 Jahren gerade dasselbe, was sie heute ist. Ist eine Kirche unfehlbar, so ist es einerlei, ob ihre Entscheidungen einen Tag oder 1000 Jahre alt sind. Und in dieser Hinsicht ist vor Rom ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Auch kann nun ersichtlich die römische Kirche sich nicht helfen mit der Entschuldigung, dass sie diese oder jene Ansicht ja nur im Dunkeln vom Licht der Erkenntnis so sparsam erleuchteten Zeitalter behauptet habe. Ach, ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das hier steht. Jetzt habe ich ja mit meinem Kommentar das hier vorweggenommen, was hier steht. Ich habe das nicht vorgelesen heute. Ich habe ein bisschen in die Seiten reingeguckt, aber das habe ich nie gelesen. Sie lehrte, dass die Erde stillstehe und die Sonne sich um sie bewege, dass die Erde keine Kugel, sondern eine Scheibe sei. Glaubt mir ja keiner, dass ich das nicht vorher gelesen habe. Echt wahr. Ich spreche die Wahrheit, ich darf nicht lügen. Ich habe nur in ein paar Links reingeguckt, aber das hier nicht. Also nochmal, das ist ja wirklich lustig, dass das hier jetzt so zusammenkommt. Also auch kann nun ersichtlich die römische Kirche sich nicht helfen mit der Entschuldigung, dass sie diese oder jene Ansicht ja nur im Dunkeln vom Licht der Erkenntnis so sparsam erleuchteten Zeitalter behauptet habe. Sie lehrte, dass die Erde stille stehe und die Sonne sich um sie bewege, dass die Erde keine Kugel, sondern eine Scheibe sei. Der Verteidigungsgrund aber, welcher in jedem anderen Munde vollkommen probehaltig gefunden werden müsste. Man habe so gelehrt, ehe die großen neueren Entdeckungen auf dem Gebiete der Astronomie gemacht seien, würde, wenn sie ihn brauchte, das ganze System umwerfen. Die Zeit war dunkel genug, darüber ist kein Zweifel. Aber Unfehlbarkeit bleibt Unfehlbarkeit. Und übrigens, dass die Zeit dunkel war, ist die Schuld der römisch-katholischen Kirche selbst, weil sie hat die Bibel ja verboten. Und gerade damals hätte man sie am nötigsten gehabt. Eine Unfehlbarkeit aber, die im Dunkeln nicht sehen kann, ist wenig wert. Wenn sie, ehe die Wissenschaft gesprochen hat, nur auf die Gefahr hin, in grobe Irrtümer zu verfallen, sprechen kann, dann kann die Welt ohne Unfehlbarkeit ebenso gut bestehen. Ein Prophet, der seine Weissagung nur auf das beschränkt, was schon der Vergangenheit angehört, besitzt keine große Portion prophetischen Geistes. Der Leuchtturm, dessen Licht man erst sehen kann, wenn die Sonne schon über unserem Horizont ist, ist ein schlechter Wegweiser für den Seemann. Und eine Unfehlbarkeit, welche keinen Schritt tun kann, ohne in den Kot zu fallen, es sei denn, die Wissenschaft und Geschichte ihr schon den Weg gebahnt haben, ist zur Weltregierung wenig geeignet.
die Unfehlbarkeit hat drei große Entdeckungen gemacht. Eine auf dem Gebiet der Astronomie, eine andere auf dem der Geographie und die dritte auf dem der Theologie. Die erste, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Die zweite, dass die Welt eine große Scheibe. Und die dritte und größte, dass der Papst Gottes Stellvertreter ist. Ist die Römisch-Kirche die wahre, so sind diese drei Lehren unfehlbar. Um noch ein wenig länger bei dieser Unfehlbarkeit und der Unveränderlichkeit, welche sie der römischen Kirche verleiht, zu verweilen, wurde bemerkt, dass nicht nur diese Kirche als solche, als ein Gemeinwesen, sondern dass auch jeder einzelne ihrer Glaubensartikel unfehlbar ist. Der Papismus ist eine Verbindung unfehlbarer Lehrsätze, deren jeder einzelne ebenso unveränderlich und ewig wahr ist, als es die euklidischen Lehrsätze sind, die, was ihren Inhalt betrifft, keine Veränderung oder Verbesserung zulassen. Ja, Jörg, wenn ich jetzt wüsste, was die euklidischen Lehrsätze sind, dafür habe ich einen Link offen gemacht und darin lesen wir, Euklides Elemente oder die Elemente ist eine Abhandlung des griechischen Mathematikers Euklid, der lebte im 3. Jahrhundert vor Christus, in der die Arithmetik und Geometrie seinerzeit zusammengefasst und systematisiert. Das Werk zeigt erstmals musterhaft den Aufbau einer exakten Wissenschaft, da die meisten Aussagen aus einem begrenzten Vorrat von Definitionen, Postulaten und Axiomen hergeleitet und bewiesen werden. Dieses Vorgehen beeinflusste bis heute nicht nur die Mathematiker, sondern auch viele Physiker, Philosophen und Theologen bei ihrem Versuch, ihre Wissenschaft auf Axiomen aufzubauen. Die Elemente wurden 2000 Jahre lang als akademisches Lehrbuch benutzt und waren bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts das nach der Bibel meist verbreitete Werk der Weltliteratur. Also, das sind die euklidischen Lehrsätze. Der Papismus ist eine Verbindung unfehlbarer Lehrsätze, deren jeder einzelne ebenso unveränderlich und ewig wahr ist, als es die euklidischen Lehrsätze sind, die, was ihren Inhalt betrifft, keine Veränderung oder Verbesserung zulassen. Genau wie Naturgesetze. Was würde man wohl von einem Mathematiker halten, welcher behauptete, wenn auch zu Euklids Zeiten die drei Winkel eines Dreiecks zusammen zwei Rechten gleich gewesen wären, daraus nicht folge, dass es heutzutage noch genau ebenso sein müsse? Zwischen den trigonometrischen Messungen unserer Tage und den Feldmessungen, welche die alten Ägypter jährlich bei Gelegenheit der Nilüberschwemmung vornahmen, liegen nicht weniger als vier Jahrtausende. Und doch sind beide genau auf dieselben geometrischen Wahrheiten basiert. Die zwei Winkel an der Grundlinie eines gleichschenkligen Dreiecks waren damals gleich und werden es fernerhin sein. Myriaden von Jahren hindurch und auf unserer Erde nicht weniger als auf Weltkörpern, die so viele Myriaden Meilen von ihr entfernt sind oder angeblich sind. Eine gleiche Notwendigkeit, Unabhängigkeit, Allgemeinheit und Ewigkeit nimmt das Papsttum für seine Lehrsätze in Anspruch und zu behaupten, dass diese verändert werden könnten, ist ebenso unvernünftig, als von einer Veränderlichkeit jener Sätze zu reden. Kein einziges Dogma des Bullariums kann veralten. Bullarium ist also eine Sammlung päpstlicher Bullen und Breven. Was in einem Zeitalter Wahrheit ist, kann nicht im nächsten Irrtum werden. Und sobald Rom in irgendeinem Punkte, zumal hinsichtlich des Suprimats, den geringsten theoretischen oder praktischen Irrtum eingestände, hätte es sich selbst den Protestanten überliefert. Kardinal Perron bestätigt die Richtigkeit dieser Annahme bei einer denkwürdigen Gelegenheit. Nachdem König Heinrich IV. Durch Ravaillac ermordet worden, ja, wir sprechen hier von dem französischen König Ende des 16. Jahrhunderts, der das Edikt von Nantes introduziert hatte in 1594, wenn ich mich nicht irre, und dann durch Ravaillac ermordet wurde, wurde vorgeschlagen, zur künftigen Sicherstellung der Regierung die päpstliche Lehre von der Absetzbarkeit der Könige wegen Ketzerei zu verwerfen.
Als nun 1616 die Stände des Königreichs versammelt waren, setzte ihnen der genannte Kardinal als der Vertreter des ganzen übrigen gallischen Klerus auseinander, dass mit der Abschwörung des päpstlichen Rechts letztlich ketzerische Fürsten abzusetzen, sie die bis dahin bestandene Gemeinschaft zwischen der französischen und jeder anderen, ja sogar mit der früheren französischen Kirche, zerreißen würden, dass, da die Päpste dieses Recht beansprucht und ausgeübt hätten, man die vorgeschlagene Abschwörung nicht vornehmen könnte, ohne gleichzeitig zu erklären, dass der Papst und die ganze Kirche im Glauben und den zur Seligkeit nötigen Dingen geirrt hätten, dass also Jahrhunderte hindurch die katholische Kirche auf Erden gar nicht existiert habe, dass sie demnach die Gebeine einer Menge französischer Göttes- und Rechtsgelehrten, die durch den heiligen Thomas und heiligen Bonaventura aufgraben und auf den Altar verbrennen müssten, wie Josia mit den Gebeinen des falschen Propheten getan. So folgerte der Kardinal, und wir möchten wohl sehen, dass diejenigen, welche heute eine Absetzungsgewalt des Papstes verneinen, diesen Gründen begegnen wollen. Die Unfehlbarkeit ist der eherne Reif um die römische Kirche. Und jetzt werden wir uns ein Video dazu anschauen. Ihr habt den Ton nicht, aber das Video ist untertitelt. Your Excellency, thank you for being here today. My question is, since the discussion is about heresy, one heretic who comes to mind is Martin Luther, whose 500th anniversary of the Reformation, the Pope will be commemorating very shortly. On an airplane interview, the Pope recently said that Martin Luther did not err on the issue of justification. What is your response to the Lutheran heresy and on the issue of justification and the upcoming ecumenical events, and how do traditional Catholics respond to the reports that are coming out? They have already had an infallible response to the errors of Martin Luther, the Council of Trent. Of the Council of Trent about the errors of Luther had been an infallible ex cathedra. And the comments of the Pope in the plane are not ex cathedra. So, ich denke nicht, dass ich das wiederholen muss. Das dürfte für jeden deutlich gewesen sein. Dieser Weihbischof aus Astana sagt, der Papst kann im Flugzeug oder sonst wo sagen, was er will, das spielt alles überhaupt keine Rolle, er spricht nicht von seinem Thron. Wenn er von seinem Thron im Rom spricht, dann spricht er unfehlbar. Das ist die Aussage des Weihbischofs Athanasius Schneider. Die Unfehlbarkeit ist der eherne Reif um die römische Kirche. Also muss ich diese Unfehlbarkeit so zementieren, dass ich sage, wenn der Papst ex cathedra spricht, sonst kann er sagen, was er will. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen muss ich dieses Video mal kurz einspielen. Wer möchte, dann muss er es nachher mal sagen. Dann werde ich dieses Video in das Skype-Fenster hier reintun. Dann kann jeder sich das auf seinen Computer runterladen. Und ich habe jetzt den Ton halt nicht geteilt, weil ihr konntet ja die Untertitel lesen und habt von daher verstanden, worum es ging. Die Unfehlbarkeit ist der eherne Reif um die römische Kirche. Es ist ein Pfeiler der römischen Kirche. Wenn man diesen Pfeiler umsägt, dann stürzt das ganze Gebäude ein. Bei allem Wechsel der Umstände und mitten im Kampfe der widersprechendsten Meinungen ist die Kirche immer dieselbe geblieben. Semper Reardem, wie wir sie kennen. Sie kennt weder Änderung noch Besserung. Weil sie nicht irren kann, kann sie auch nicht bereuen. Reue und Besserung sind nur für solche, die fehlen können. Jetzt wisst ihr, was ihr von dem Mea Culpa von Papst Johannes Paul II. In 2000 zu denken habt, nicht wahr? Wohl wird dann eins zum Jubel der geretteten Völker, wird man eins zum Jubel der geretteten Völker vernehmen, Zitat, das Papsttum ist gefallen, das Papsttum hat bereut. Das wird man niemals hören. Das Papsttum wird vernichtet. Das steht in der Bibel geschrieben, 2. Thessaloniker Kapitel 2. Aber es wird nicht gebessert werden. Drittens,
kann aber auch das Papsttum ohne Verleugnung einer seiner wesentlichsten Grundprinzipien den in Rede stehenden Anspruch nicht aufgeben. Zwischen der Lehre, den in Rede stehenden zwischen der Lehre, dass der Papst Christi Stellvertreter sei, und dem Anspruch auf den Suprimat besteht, wie wir bereits gezeigt haben, der genaueste und folgerechteste Zusammenhang. Letzterer ist nur die Verwirklichung der Ersteren. Beide stehen und fallen miteinander. Auf der Annahme, dass der Papst Christi Stellvertreter sei, ruht das ganze Gebäude des Papsttums, nach Kardinal Bellarmin das ganze Christentum, also der ganze Katholizismus. Ja? Bellarmin war ein sehr wichtiger Kardinal, der lebte Ende des 16., Beginn des 17. Jahrhunderts. Und einer der neuesten Verteidiger des Papsttums, de Maistre, wiederholt diese Gedanken in Worten. Zitat: Fehlt ein regierender Papst, so entbehrt das Christentum jeder Grundlage. Mit Fehlen ist hier nicht Mankement gemeint, sondern Irren. Ja? Irrt ein regierender Papst, so entbehrt das Christentum jeder Grundlage. Ja? Fehlen heißt nicht, dass er nicht anwesend ist, sondern dass er sich irrt. Jeder Versuch demnach, obige Annahme zu vernichten, würde, wie Bellarmin zugibt, dem ganzen System die Grundlage entziehen. Das Papsttum hat nur die Wahl, der Gebieter der Könige oder nichts zu sein. Ein Mittelweg gibt's nicht. Aut Caesar, aut nullus. Mit anderen Worten, entweder Caesar oder nüscht. Der Papst ist Christi Stellvertreter, daher der Herr der Erde und aller ihrer Reiche, oder seine Ansprüche sind unbegründet und seine Religion, um es milde auszudrücken, eine Täuschung. Noch muss eine der gewöhnlichsten, freilich elendsten, aber in Ermangelung besserer Gründe doch einflussreichsten Einwendungen beleuchtet werden. Man sagt, da die ganze Welt gewaltige Veränderungen erfahren hat, ist es unmöglich zu glauben, dass bei dem Papsttum dies nicht der Fall sein sollte. Ist es unglaublich, dass es jetzt daran denken sollte, seine veralteten Ansprüche zu erneuern? Dieser Beweisgrund wird erstlich wieder besseres Wissens und Gewissen von denen vorgebracht, welche wohl einsehen, dass das Papsttum einzig und allein dann eine Aussicht auf Verwirklichung seiner verderblichen Pläne haben kann, wenn es ihm gelingt, die Welt glauben zu machen, es habe sich geändert. In der Bibel steht unter anderem auch, dass der Antichrist glaubt, Zeiten und Gesetze zu ändern. Nicht wahr? Mach die Welt glauben, ich habe mich geändert. Mach die Welt glauben, ich habe die Zeiten geändert. Mach die Welt glauben, ich habe Gesetze geändert. Spiele ihnen etwas vor. Zweitens, aber auch von solchen, welche, da alles andere sich geändert hat, an eine solche Veränderung wirklich glauben. Aber es handelt sich nicht um die einstimmig bejahte Frage, hat die Welt sich verändert? Sondern hat das Papsttum sich verändert? Und eine Veränderung der Ersteren berechtigt nicht im Geringsten, auch eine Umwandlung des Letzteren zu behaupten. Das Papsttum selbst erklärt von sich nichts derart. Gegenteils rühmt es sich zu aller Zeit, dasselbe geblieben zu sein, und seiner innersten Natur gemäß schließt es den Gedanken an eine Wandlung gänzlich aus oder erklärt ihn vielmehr für gleichbedeutend mit Zerstörung. Ganz abgesehen davon, dass auch die wesentlichen Elemente der menschlichen Gesellschaft zu allen Zeiten dieselben sind und der vielbesprochene Wechsel vornehmlich nur die Oberfläche berührt, muss man bei der Frage stehen bleiben. Hat sich das Papsttum geändert? Es fehlt jeder, auch der geringste Grund oder Ansatz, dies zu bejahen. Es ist ein ganz allgemeines Entwicklungsgesetz, dass, wo das System dasselbe bleibt, auch sein Einfluss, seine Wirkungsart und sein Streben wesentlich sich gleich bleiben. Nimm ein Samenkorn aus dem Grabgewölbe einer ägyptischen Mumie. Lege es unter der Polhöhe Britanniens in die Erde,
Klima und vieles andere sind gänzlich verschieden, aber der Same ist der nämliche oder gleiche. Durch die 4000-jährige Einkerkerung ist seine Lebenskraft wohl gehemmt, aber nicht zerstört worden. Und darum muss es aufgehend auch zu derselben Pflanze werden, mit denselben Blättern, Blüten und Früchten, wie es an den Ufern des Nil unter der Herrschaft der Pharaonen geworden sein würde. Oder gesetzt, die Gefährtin seiner langen Gefangenschaft, die Mumie, erwache wieder zum Leben. Der braune Sohn Ägyptens würde der erstaunten Welt dasselbe Antlitz weisend, mit dem er entschlummert war, aufblicken und die Welt bedeutend verändert finden. Die Pharaonen dahin, die Pyramiden so alt, Memphis in Ruinen, Reiche in Trümmern, die lange nach seiner Einbalsamierung noch nicht entstanden waren, aber inmitten all dieser Veränderungen würde er sich als derselbe fühlen und sein Schlaf von 40 Jahrhunderten würde seine Neigungen und Gewohnheiten völlig unverändert gelassen haben. Ja, wird nicht das ganze Menschengeschlecht am jüngsten Tage mit denselben moralischen und intellektuellen Neigungen und Anlagen, die es bis zum Grabe gehabt, wieder auferstehen, so dass sogar das künftige Los seiner Glieder nach dem Zustande, in dem sie sterben, sich bestimmen wird? So hat die Unfehlbarkeit dem Papsttum einen ganz bestimmten Charakter gegeben. Gerade wie die Natur dem Samenkorn, wie der Tod den menschlichen Gesichtszügen. Es bleibt, was es ist. Und wie das Feuer brennen und Rauch in die Höhe wirbeln muss, so muss das Papsttum den Suprimat beanspruchen und die Gewissen der Leute, die Gesetze der Staaten, sich hofmäßig machen. Es muss sich auf die seiner Natur gemäße Weise entwickeln und darin ist gesagt, dass, weit entfernt von einem angeblichen Besserwerden, es in raschem Fortschritt immer schlimmer, immer verderbter werden muss. Diejenigen, welche in der eben angedeuteten Weise des Papsttums Wesen verkennen oder zu verkennen scheinen und himmelweit von der Wahrheit entfernt und gerade die Wirkungen, auf welche sie sich berufen, um zu erweisen, dass das Papsttum milderen Geistes und duldsamer geworden sei, sind geeignet, sein widerschriftliches Wesen in schärferes Licht zu stellen. Das Papsttum muss in demselben Maße zurückschreiten, je mehr die Welt fortschreitet. Die Verbreitung der Wissenschaften, freiere Staatseinrichtungen und vor allem die wahre Religion sind seine geschworenen Feinde, bedrohen sogar seine Existenz und rufen daher alle seine unduldsamen Eigenschaften zur lebendigen Tätigkeit. Eine flüchtige Umschau in der Geschichte der letzten Jahrhunderte beweist dies aufs Unwiderleglichste. Kaum hatten Künste und Christentum im 12. Jahrhundert begonnen, den Süden Europas zu erleuchten, so entblößte Rom sein Schwert. Es kam die Reformation und mit ihr eine neue Phase der wildesten Tyrannei von Seiten Roms, dessen Verderbnis in demselben Maße zunahm, als gesunde Prinzipien in der übrigen Welt sich Bahn brachen. Ja, das Papsttum der Gegenwart, also Mitte des 19. Jahrhunderts, weit entfernt durch seine Vergleichung mit dem des Mittelalters zu gewinnen, verliert dadurch eher. Denn Letzteres war in seinen Handlungen entschieden duldsamer als Ersteres. Was redet man doch von Toleranz, wo nichts mehr zu tolerieren ist? Ist es ein Verdienst, dass das Schwert der Kirche da in der Scheide rostet, wo Rom die Herrschaft hat, wo kein Ketzerblut mehr vorhanden ist, welches vergossen werden könnte? Aber man lasse ein Häuflein Florentiner eine protestantische Kapelle eröffnen und der giftige Sumpfodem der Maremmen, das ist eine Gegend in den Abruzzen, wird ihnen bald Belehrung über die Duldsamkeit des Papsttums geben. Ein unglücklicher Römer versuche es, das Wort Gottes zu verbreiten, und in dem päpstlichen Kerker wird er bald Gelegenheit haben, über die neugeborene römische Freisinnigkeit nachzudenken. Aber man lasse die englische Regierung um dem Elende Irlands, dieses Musterlandes priesterlicher Herrschaft, in etwas abzuhelfen, einige Schulen errichten, so liefern die Bannflüche von jedem päpstlichen Altare geschleudert sogleich den Beweis, welche ungeheuren Fortschritte die römische Kirche neuerlichst in der Tugend der Toleranz gemacht hat. Nein, Rom wird sich nicht verändern, solange es Narren in der Welt gibt, welche glauben, dass es sich ändern könne. In keiner früheren Zeit
und in keinen früheren Inhabern des Pontifikats ist das Grundprinzip des Papsttums kräftiger oder unzweideutiger behauptet worden als neuerlichst durch den jetzt Regierenden. Wir sprechen hier von Pio Nono. In seinem Rundschreiben wider die Bibelverbreitung spricht dieser Antichrist Pius der IX. Also, Zitat, alle, welche mit euch an der Verteidigung des Glaubens arbeiten, mögen ihr Augenmerk besonders darauf richten, dass sie in den Gemütern ihrer gläubigen Herden die kindliche Liebe, Verehrung und Achtung vor diesem allerhöchsten Stuhle Petri verteidigen und mit doppelten Banden befestigen, wie ihr ja schon ehrwürdige Brüder darin so rühmlich euch ausgezeichnet. Erinnert die Gläubigen, dass hier zu ihrem Schutze in der Person seiner Nachfolger Petrus, der Fürst der Apostel, fortlebt, dessen Ansehen auch dem unwürdigen Erben seines Thrones nicht fehlt. Erinnert sie, dass Christus, der Herr, diesen Stuhl Petri zur unerschütterlichen Grundlage seiner Kirche gemacht hat, dass er eben diesen Petrus die Schlüssel des Himmelreichs gegeben, dass er deshalb für ihn gebeten, sein Glaube möge nie fehlen und ihm befohlen, seine Brüder darin zu befestigen, so dass der Nachfolger St. Petri die Herrschaft über die ganze Kirche besitzt, der wahre Stellvertreter Christi, das Haupt der ganzen Kirche, Vater und Lehrer aller Christen ist. Es erhält, dass jedes noch so falsche Dogma, jedes noch so gewaltsame Prinzip, welches Rom jemals gelehrt oder geübt hat, offen oder verhüllt, in dieser Erklärung enthalten ist. Der Papst setzt darin seiner Macht keine andere Grenzen als die der Welt überhaupt, verdammt demzufolge alle, welche seiner Kirche nicht angehören, und beansprucht als wahrer Stellvertreter Christi und als Haupt der ganzen Kirche einen Charakter, der ihn mit unbeschränkter und höchst weltlicher Gewalt bekleidet. Die Päpste schicken heutzutage nicht ihre Legaten a latere an die Höfe von London und Paris, um die Fürsten aufzufordern, St. Peter zu huldigen und Rom ihren Tribut zu bezahlen. Das Papsttum ist viel zu klug, um unnötigerweise Befürchtungen in den Fürsten zu erregen oder seine Boten mit einem vorläufig noch fruchtlosen Auftrage auszusenden. Hat aber der Papst jemals diesen Ansprüchen entsagt? Wir haben schon gezeigt, dass er das prinzipmäßig nicht kann. Und damit bestimmt die Tatsache, dass er es auch nie getan hat, dass vielmehr die früheren Ansprüche auch heute noch fortdauern, wenn sie auch nicht so ausdrücklich erklärt werden. Unter denselben Umständen aber dieselben Ansprüche auch in Zukunft dieselben Übel und Missgriffe hervorrufen, welche sie in der Vergangenheit erzeugt haben. Was gewesen ist, kann wieder sein. Oder wie man auch so schön sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wohl könnte man es entschuldigen, wenn im 6. Jahrhundert, unmittelbar nach der Entstehung der papistischen Prinzipien, jemand die Richtigkeit der Behauptung, dass der Suprematus über die Könige ihre papistische Folge sein müsse, bezweifelt hätte. Im 19. Jahrhundert gilt eine solche Entschuldigung entschieden nicht, denn die Welt hat die traurige Erfahrung gemacht und ist theoretisch wie praktisch über das Wesen des Papsttums hinreichend belehrt worden. Soll man etwa glauben, dass die modernen Hauptagenten des Papsttums weniger ehrgeizig und den Plänen nach Vergrößerung desselben weniger hingegeben seien als die Oberpriester der Vergangenheit? Ist nicht allgemeine Oberherrschaft noch heute ein ebenso lockender Gegenstand als einst im 11. Jahrhundert? Solange die ausdrücklichen Erklärungen, dass es in der Weltherrschaft nichts mit dem geistlichen Charakter des Papsttums Unerträgliches gäbe, dass vielmehr der Besitz weltlicher Herrschaft eine notwendige Ergänzung der geistlichen und für die volle Wirksamkeit der letzteren unerlässlich sei, nicht widerrufen sind, solange ist es Einfall zu glauben, die Päpste könnten ihr Zepter beiseite stellen und sich mit dem Hirtenstabe begnügen. In Zeiten wie die unsrigen können die Päpste wohl leicht sich den Anschein geben, als unterschätzten sie den weltlichen Suprimat. Sie können gar fromm reden, dass sie am liebsten den Sorgen des Staatslebens sich entziehen und ganz ihren geistlichen Pflichten leben möchten. Die Tauben sind noch
Die Trauben sind noch sauer, aber erschütterte Glauben an die Rechtmäßigkeit ihrer Ansprüche ist noch nicht wieder gefestigt genug. Aber man lasse nur solche Aussichten sich ihnen eröffnen wie einst einem Leo, Gregor und anderen, und wir werden sehen, wie lange dieser Abscheu von weltlicher Pracht und weltlichem Reichtum und diese Liebe zu frommer Betrachtung und Gebet ihre Brust noch erfüllen werden. Die Klagerufe, mit denen die gegenwärtigen Inhaber des päpstlichen Stuhles die Welt erfüllte, als Empörer sich bereit finden ließen, ihn der schweren Regierungssorgen zu entheben und ihn zur Flucht nötigten, die Bannflüche aus Gaeta zeigen am deutlichsten, wie es mit jener Sehnsucht beschaffen ist. In einer Fußnote sagt uns der Übersetzer hier, diese ironische Bemerkung bleibt richtig in ihrem Werte, wenn man auch die Gottlosigkeit der letzten römischen Revolution vollkommen anerkennt. So fern war Pius davon, der Freude über die Erledigung von seiner Bürde freien Lauf zu lassen, dass er sofort durch die Waffengewalt die Wiederaufrichtung seiner irdischen Herrschergewalt zu erzwingen wusste. Ja? Wir lesen hier aus dem Heiligen Lexikon, das kennt Max auch noch ganz gut, weil da haben wir ja einen Artikel über die Maria in einigen Lesungen für gemacht, für die neue Buchlesung Königin des Himmels, eine für alle für eine Himmelskönigin. Aus diesem selben Heiligen Lexikon lesen wir hier etwas über Papst Pius IX. Zur besseren Erklärung, was ich hier gerade eben gelesen habe, und zwar: Bald schon wurde Pius, also Pius IX., aber trotz seiner Sympathien für die nationale Einigung Italiens verübelt, dass er die Eingliederung des Kirchenstaats verweigerte. Aufgrund eines Volksaufstandes in Rom musste er im November 1848 nach Gaeta fliehen. Das haben wir ja gerade eben schon im Buch hier gelesen, aus Gaeta. Ne? Die weltliche Macht des Papstes in Italien wurde abgeschafft und die Republik ausgerufen. Ne? Garibaldi, wenn euch das ein Begriff ist. Diplomatische Bemühungen des Vatikan führten 1849 zur Besetzung von Rom durch französische Truppen, womit die Herrschaft des Papstes zunächst wiederhergestellt wurde. Ja, das waren ja beschützende Truppen, wie wir wissen, wurden diese Truppen 1866-67 abgezogen und der Vatikan verlor seine weltliche Herrschaft der 1260 Jahre 606-607, 1866-1867. Die tödliche Wunde aus Offenbarung 13 fand statt bis zum 11. Februar 1929, den Datum des Lateranvertrages. Nach seiner Rückkehr 1850 beeinflusste Antichrist Pius IX. Die Politik des Vatikans im Sinne strengster Gegnerschaft zu liberalen Strömungen. Und dies gipfelte dann 1864 in dem Syllabus der Fehler, der ja auch schon hinlänglich besprochen wurde. Und Papst Pius IX. War nur ein Sprachrohr der Jesuiten. Er war total ungelehrt, er hatte keine große Kenntnis von der Schrift schon mal sowieso nicht, aber selbst von Bücher lesen, Bücher schreiben, Gesetze lesen, Gesetze schreiben, da hatte er nicht viel Ahnung von. Und er wurde von Anfang bis Ende seines Pontifikats von den Jesuiten wirklich sehr stark beherrscht. So, wo war ich denn jetzt mit meiner Note geblieben hier? Hier war das. Okay, müssen wir hier noch eben weiterlesen. Und nach den Prinzipien des Papsttums konnte es auch nicht anders sein. Ist es aber ein für das Heil der Kirche und die Unabhängigkeit ihres Hauptes wesentliches Erfordernis, dass der Papst souveräner Herr des römischen Staates sei, so ist auch die Folgerung unvermeidlich, dass der Besitz des weltlichen Suprimats für die Erreichung jener beiden Endziele gleich wesentlich ist. Wird nicht derselbe Vorteil nur in höherem Grade aus dem Besitz des weltlichen Suprimats folgen, welcher jetzt aus dem der weltlichen Herrschaft über Rom folgt? Und muss nicht der Verlust des Ersteren, das Papsttum ähnlichen, nur größeren Unzuträglichkeiten und Gefahren aussetzen, als schon aus dem Verlust der Letzteren entspringt? Wenn man die Unterscheidung zwischen politischen und kirchlichen Angelegenheiten aufhebt, oder besser, denn hier liegt eigentlich Roms Grundirrtum, wenn man verneint, dass die beiden Gewalten einander nebengeordnet sind, dagegen der Geistlichen die weltliche unterordnen will, so gibt es gar keine Grenze mehr für die Ansprüche geistlicher Würdenträger auf Besitz und Ausübung weltlicher Gewalt.
Wenn der Besitz irgendwelcher weltlicher Herrschaft dem Ansehen der kirchlichen Obern und dem Heile der Kirche förderlich ist, dann darf man auch fragen, je mehr von dieser Gewalt, je mehr von dieser Gewalt, desto besser. Weltlicher Suprimat ist in demselben Verhältnisse besser als weltliche Souveränität, wie er mächtiger ist und jedes Argument für die Souveränität des Papstes ist in verstärktem Maße ein Argument für seinen Suprimat. Aus welchem anderen Grunde hängt er so an seiner weltlichen Souveränität, als um für die größere Würde seiner Person und seines Amtes zu sorgen, seinem Hofstaate aus den Einkünften St. Peters den entsprechenden Glanz zu geben, mit den Königen über alle Angelegenheiten ihresgleichen zu unterhandeln, an auswärtigen Höfen seine Kundschafter, Legaten und Nunzien genannt, zu unterhalten, dadurch der Ketzerei Trotz zu bieten und die Interessen der allgemeinen Kirche zu befördern? Aber als Oberherr von ganz Europa wird er imstande sein, alle diese Zwecke vollständiger zu erfüllen, als wenn er nur Beherrscher der päpstlichen Staaten ist. Sein geistlicher Donner wird schreckhafter sein, wenn er von einem über den Thronen erhabenen Wolkensitze herabrollt. Für den Glanz seines Hofes, die Zahl seines Gefolges wird mit größerem Erfolge gesorgt werden können, wenn ganz Europa dazu beisteuert, als wenn die Entfaltung dieses Punktes abhängig ist von den beschränkten, augenblicklichen, so armseligen Domänen des Fischers. Ja, wir sprechen hier von den päpstlichen Staaten. Mit welcher Kraft und welchem Erfolge wird er aber empörische Nationen züchtigen und ketzerische Fürsten zum Gehorsam bringen, wenn er die gesamte vereinigte geistliche und weltliche Artillerie gegen sie führen kann? Wie vollständig wird er die Ketzerei ausrotten, wenn auf sein Machtwort wieder jedes Schwert in Europa aus der Scheide fliegt? Die zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert, 70 Jahre und später nach dem Schreiben dieses Buches, haben das doch gezeigt. Und alle Kreuzzüge seitdem. Ja? Wie stolz werden seine Bischöfe und Kardinäle an auswärtigen Höfen wieder auftreten können, wenn sie ihren Fürsten sagen dürfen, der Papst ist ebenso gut euer Herr als der unsrige. Aber das ist nur ein geringes. Die politische Gewalt über ganz Europa an sich zu reißen und in die römische Kirche, also in die alte Finsternis es zurückzuführen, das ist das gegenwärtige Ziel und Streben der Jesuiten. Und wer möchte bezweifeln, dass sie, sobald Zeit und Umstände es begünstigen, offen ausüben werden, was jetzt auf heimlichem Wege zu erlangen sich bemühen. Das ist ein wunderschöner Moment, um die Lesung für heute zu beschließen und hier nächstes Mal nochmal mit zu beginnen, weil, wie ihr seht, ist das hier gelb und da gibt es einen kleinen Kommentar. Siehe, hinter den Diktatoren die heutige Europäische Union. Wir haben nach der Lesung des Buches Hinter den Diktatoren, das Bruder Viktor ja wunderbar übersetzt hat ins Deutsche, ich glaube 36, 37 Lesungen von dem Buch gemacht. Und dann haben wir nochmal, ich glaube, 8 Lesungen gemacht mit einem nachträglichen Papier und unter Zuhilfenahme von Richard Bennetts Werk auch über das Papsttum in der heutigen EU. Und haben erklärt, dass im Grunde die Europäische Union, in der wir heute leben, nichts anderes ist als das wiederauferstandene heidnische römische Reich oder das von mir aus katholische römische Reich. Auf jeden Fall ist es nicht christlich, es ist antichristlich. Und genau das ist das, womit der Autor hier auch schon spricht. Und er spricht hier von, bitteschön, in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich habe schon so oft gesagt, dass die Pläne der Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche 100 bis zu 150 Jahre im Voraus geplant sind. Und das ist wieder ein wunderbares Beispiel, was man daran messen kann, um zu sehen, dass es auch tatsächlich so ist. Das war eine unglaublich mitreißende Lesung, für mich zumindest. Ich habe mich wieder da wunderbar reingesteigert. Es geht mit mir jedes Mal, die Pferde durch, wenn ich dieses Buch lese. Nach einer kurzen Eingewöhnungs-Einlesephase kann ich nicht mehr an mich halten.
Es hat mir unglaublich Spaß gemacht, euch diese Dinge mitzuteilen und vor allen Dingen der kleine Ausflug in die flache Erde und die runde Erde. Bin mal gespannt, was die ganzen Kommentatoren dazu sagen werden. Vor allen Dingen werde ich das wahrscheinlich auch in den Titel des Videos mit einbauen, weil ich das einfach so herrlich finde, dass bei der ganzen Sache, bei der ganzen Diskussion, ich noch niemals jemanden habe sagen hören, ja, guck mal, die römisch-katholische Kirche hat sich ja in ihrer Lehre in der Hinsicht verändert. Das hat meines Erachtens noch nie einer gesagt. Und da habe ich im Grunde nur darauf gewartet, das mal lesen zu können. Das hat mir ganz besondere Freude bereitet heute. Wie auch sonst es mir Freude bereitet hat, dieses Buch zu lesen, heute die 13. Lesung im 7. Kapitel. Und wir werden nächstes Mal in der 14. Lesung immer noch im 7. Kapitel ein wenig fortfahren und werden weiter von James Atkin Wiley über das Doppelgesicht des Papsttums sprechen, wenn wir uns in 14 Tagen zur nächsten Lesung wieder einfinden werden. Bis dahin möchte ich mit meinem Gruße verbleiben. Lest eure Bibel. Maranatha.